Manuel. Bam, 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 bam. Das kann vielleicht der rote Traktor, oder der gelbe Traktor sogar ziehen, der da steht. Wahrscheinlich, ja. Gut, wir müssen eh welche fragen, oder? Ja, ich meine, den gelben haben wir, den von dir habe ich gesehen, fast du gerade. Mhm. Weiß jetzt nicht, wer den einen Anhänger zieht, ich glaube der Steirer. Ja. Dann haben wir noch den Case von mir. Mhm. Die Raupe hat die Seemaschine. Ja, das habe ich gesehen. Großen roten, den Massenfeuer, das wirst du haben, nicht? Ja. Hab ich? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was du schwarz hast. Da hängt der Schwader dran, genau. Ja, so ja. Den kann man vielleicht notfalls auch mit einem anderen machen. Na ja, brav, er tut Stapler ab. Aber er ist dann fertig im Feld. Ich glaube, er ist dann fertig. Der aber leider kann man gleich zum nächsten schicken. Ja. Aber der endet. Bin ich gespannt, ob er das Feld hier in einen Tag schafft. Welches denn? Das große. 55er. Ich weiß nicht, wie viel fürs Kleine braucht, oder was? Das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich nicht drauf geschaut habe. Ich glaube schon, dass gut, aber wenn du dann, Mann, ich weiß nicht, kommst du mit dem Stroh hinterher, oder? Bitte? Kommst du mit dem Stroh hinterher? Nein. Ja, ja, wenn du willst, dann setze ich den auch dann als Helfer an den Drescher. Kann ich schwallen, abfahren. Okay. Heute? Das war so unbeabsichtigt. Heute wieder Raupen. Die Raupen, die wollen. Hab gesehen. Aber eine reicht, glaube ich. Eigentlich ist eh wurscht, oder? Weil die Seemaschine muss ja eh anbauen, also selbst wenn der Stroh schnell weg ist. Ja, das nutzt eigentlich eh nichts. Ja gut, dann also, kann ich gleich dreschen, weil dann... Ja. Bauen wir uns wieder Lohnkosten. Mhm. Dann, wenn wir fertig sind. Kann man immer noch. Wenn wir jetzt wissen, könntest du dabei striegeln. Oder sollen wir da auch einen Helfer schicken? Ja, stimmt. Kann ich auch machen. Und dann kannst du weiter dreschen, weil das läuft ja wirklich nicht davon dabei. Na gut, Nein, das ist eine gute Idee. Ich bin aber ein Feldchen. Ich wollte ablaufen. Bin gespannt, ob er jetzt auch noch checkt, das Abladen. Ich habe den dort stehen lassen. Und das Feld ist daneben gleich.
glaube, sollte man das Grasfeld auch noch mal kurz nach sehen, dort bei den kahlen Stellen, oder ist das wurscht? Alles steht. Ja, weil da die Sämaschine fürs 55er Feld anscheinend ein bisschen sich ausgedrückt hat. Achso, dass das am Rand das bisschen. Würde ich dann wirklich ein paar Mal. Okay. Wo ist da vorne schon? Da ist eh noch nicht voll. Was ist voll? Ich dachte, der Anhänger da vorne ist schon voll, weil im Hinteren schon voll ist. Wenn du genug reinhast. Ja, jetzt wahrscheinlich haben wir eh zu viel Anhänger gekauft, aber die brauchen wir irgendwann. Ja, zu viel. Und ausreichend. Alter, jetzt ist ja nicht mehr Angebot. Den wir haben, den großen. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Transporter brauchen wir dann auch noch. Mhm. Lustig. Haben wir denn da am größten? Es gibt eh einen, der so ein LKW-Anhänger ist. 30. Sind, glaube ich, nicht so teuer. Also ich kann da transportieren. Mhm. Was ist nicht teuer? Die Anhänger. Oh, ich glaube schon. Also ich habe jetzt nicht geschaut, aber ich glaube schon, dass die immer teuer waren. Also ich glaube über 50 waren die auf jeden Fall immer. Tierhaltung. Weiter. Geil, bei Tierhaltung sind die gar nicht drinnen. Ah, wenn sie bei der Tiertransport sind. Ah ja, Blödsinn. Weil wir halten sie ja nicht da drin. Hoffentlich hast du das nicht vor. Ist die Frage, ob nicht der um 25 reicht. Wie kann der transportieren? 13 Stück auf einmal. Muss ein paar Mal mehr fahren. Ich meine, er kann 6 Kühe, 13 Schweine, 13 Schafe transportieren. 13 Schafe, wie viel haben wir? 90? 100? Echt? Doch schon so viel? Ich glaube schon. Okay, dann. Müssen wir schauen, ich weiß es nicht. Dann sollte man den um 38 kaufen. Ich meine, so gesehen hast du recht, wir brauchen ihn eigentlich nur einmal. Ich glaube, da wird wirklich schon viel. Gut, die Männchen verkaufen wir ja wieder wahrscheinlich. Stimmt, aber ich auch schon lange im Außerdem, ja. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, wie viel wir haben. Männchen oder was? Na, generell Schafe. Ich hab's jetzt nicht zählt. Macht man nicht zählen, steht in der Gesamtsumme dabei. Ja, aber nicht all in, oder? Oh. Oder wo? Genau, wenn du beim Schafstall bist, dann steht. Also beim Schafstall, ich bin jetzt im Menü drinnen. Achso, nein, im Menü ist. Okay. Na, ich bin eh gleich dort. Ja, das schaut schon schön aus, der erste Stufe. Und 70 und 20. Ja, und die Männchen weg, ja. Ja, dann wird der kleine Reif.
Verkaufst du die Männchen zu jedem Preis oder? Ja, zu jedem. Ja, auch schon, wenn sie klein sind, ist ja wurscht. Also sie bringen in dem Sinn nichts. Kosten dir nur Futter. Also ich will sie verkaufen und nicht kaufen. Hä? Also plötzlich bin ich im Viehhandel. Warte mal, ich muss schauen, dass... Auch ganz schön. Was denn? Geld, was noch reinkommt. Ja. Schade, dass man den nicht irgendwie zusammenfassen kann. Dass man sagen kann, alle Schafsböcke. Ich finde, dass man sie zum Beispiel nicht nach Alter oder so sortieren kann. Gut, das ist so an einem Preis. Ja gut, aber du kannst sie nicht sortieren, dass du sagst, okay, die Ältesten zum Beispiel raus, dann später. Ja. Bei den Kühen zum Beispiel oder so. Wie alt bist du? 41 Monate, auch schon. 41? Ah. Das ist schon fast 4 Jahre. Ich glaube, er hat gerade abgedankt, aber ich habe es jetzt nicht gesehen, ob er weggefahren ist oder ob er nur umgedreht ist dort vorne. Okay. Damit habe ich ein männliches übersehen. Hängen Sie mal. Voll. Prozent hat er mal. Ja, aber das verstehe ich nicht. Was denn? Ein Schafsbock, der 41, also je älter sie werden, desto weniger werden sie wert? Ab einem gewissen Alter, ja. Ah, okay. Junger Schafbock, okay, den lassen wir drinnen. Okay, da, scheiße, dabei haben wir keinen Nachwuchs. Ups. Warum? Aber ich glaube, das wird wurscht sein, oder? Die Weibchen verkauft. Nein. Aber wir haben einen frisch geborenen Schafbock als einziger drinnen. Ah nein, doch noch einen 7-monatigen. Dann lasse ich beide drin, okay? Oder soll ich, oder ist das wurscht? Ist eigentlich wurscht. Steppert. Was denn? Das sind 300 Ballen schon. Der meint, sind urwenig drinnen eigentlich. Ja gut, den haben wir erst. Später. Vor allem, das sind lauter Männchen da drinnen. Gewesen fast. Weiß doch, warum es langsamer geht. So strie.
Also du bist ja darüber. Und er hebt ab. Das wird wirklich wie ein. Da haben wir noch was. Da haben wir urviel Umgrat drauf. Das sehe ich jetzt schon auf dem großen Feld. Da waren fast durch. Sieht man auch den Unterschied dann. Was meinst du? Ich sehe mal richtig, dass auf den einen Seite es noch Unkraut ist und auf dem, wo ich gerade fahre, nicht mehr. Achso? Ja, sieht man extremst. Krass. Und auf dem Feld, Alter, da ist urviel Unkraut oben, auf dem großen. Hat dann auch vielleicht gleich die Düngerspitze hinterher fahren. Ich mache da dabei mit Stroh weiter. Außer du meinst, irgendwas anderes ist sinnvoll, aber ich denke mal, die Felder, dass die leer werden, wieder. Schon ganz gut. Aber ich gehe kurz auf die Toilette und komme gleich wieder. Sehr, sehr schön, aber. Schön. Sollte ja eigentlich wirklich dann reichen. Schauen wir mal, ob da jetzt noch was wächst oder nicht. Wann?
Ich habe gelesen, die Feldspritze ist halt das Effektivste, weil du eben das komplett tötest, weil du ja egal wann du fährst. Was, wie viel? Wie viel Tagsteigerung das ist, bin ich gespannt. Ja. Achso, die Feldspritze kann man Also an dann manchen immer ist es. Ja, die kannst du egal wann. Also an manchen Stellen ist es bis zu 9%, da ist es 7% nur. Wow. Also so um die 8% bringt es dann mehr. Auch nicht so gerade wow, oder? Naja. Auf ein kleines Feld jetzt nicht gerechnet, aber auf die Masse dann. Beim Großen könnte sich was bringen dann. Ja, aber du musst das machen, das ist ja bei jedem Feld dann. Ja, Was? eh. Bei jedem Also so Feld meinst du dann. Masse. Stimmt. Das stimmt. Übrigens, diese AEW-Liga, ja? Die Wrestling-Liga hat jetzt was geschafft, was WWE noch nicht geschafft hat. Was denn? Sie haben gestern im Wembley-Stadion eine Wrestling-Veranstaltung ausgerichtet. Über 80.000 Leute. Ältester Wrestler, 65-Jähriger. Müssen wir unseren Flug auch noch kaufen auf den. Brauchen wir den jetzt schon? Naja, wir tun die ganze Zeit schon mit Felder. Oder meinst du, brauchen wir den jetzt schon? Naja, wir haben doch eh diese Kreissäge, also diese Dings, was Flugfunktion hat, oder? Nein, man kann nur Felder erstellen, das hat keine Flugfunktion. Ach so. Okay, das ist was anderes dann. Das nur für ein Felder erstellen, weil man kann am Flug nur ein Felder erstellen. Und wir haben den Mod, dass auch ein Gruber ein Felder erstellen kann. Ah, Oder okay, eine aber Egge. braucht man trotzdem. Genau, das ersetzt jetzt nicht den Flug.
Bist du aber der fährt brav ab, dankend der Haber. Wenn man den in die Mitte von den vier Feldern stellt, bist du aber, wenn er alle wirklich alle erwischt, Respekt. Ich bin gespannt, wenn er dann wegfährt. Was meinst du? Na, wenn der Anhänger wegfährt. Vielleicht, wenn ich ihm davor den anderen hinstelle. Trotzdem steht auf einer anderen Position. Ach so. Was meine ich? Der ist nämlich voll jetzt. Ich weiß, deswegen sag ich ja. Thanks, Band. Wow, der Traktor hat leichte Probleme mit den zwei Anhängern. Der fängt dann so zum Schlackern irgendwie. Bisschen, wenn man zu schnell fährt. Ich nicht vertragen kann. Ja. Block aus mit dem Feld. Hälfte. Was meinst du? Ich sag, als ob es ausgeht. Ich glaube, der ist schon bald fertig, oder? Na gut. Ich komm gleich. Kein Feld.